Was? England? Was? Burger mit Katapulten zerstören und einem... Ja! 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 Ja, auf jeden Fall! Oh Gott! Oder kenne einer von euch noch Frontschweine? Die Schweine da, die sich gegenseitig bekämpft haben? So ein rundenbasiertes Dingen? Ich glaube, Frontschweine hieß es, ne? Genau, wir haben 99 Thermium von 100. Toll. Frontschweine. Wo doch die Schweine so Waffen hatten, die mussten sich gegenseitig bekämpfen. Auf so, also wie hier zum Beispiel, so Hügel und so. Was? Ja, das war wirklich toll. Was? Das hat ein Minispiel, aber sowas gibt's fürs Handy. Ja, Handy ist auch langweilig. Auf der Wii hat das Spaß gemacht. Man muss so mit der Fliegenklatsche, zum Beispiel so 3 Sekunden lang, musst du mit der Fliegenklatsche so die Fliegen kaputt hauen. Total sinnlos, aber es hat so viel Spaß gemacht. Da muss der besoffene Kopf muss jetzt spielen. So. Ja, von der PlayStation 1. Ja. Das Spiel habe ich original zu Hause. Frontschweine. Boah, geil. So geil. Erinnere ich mich. Boah, das habe ich auch so gesuchtet, Frontschweine. Meine Güte, was für tolle Spiele es damals gab. Und da hatten wir nicht das Problem mit, boah, wann kommt das nächste? Oder beziehungsweise, ja, ich habe morgen schon das nächste Spiel in der Hand. Nein. Da musste man noch ein bisschen warten. Oder man ist halt am Wochenende in die Videothek gefahren. So. Wollte gerade ein Foto davon schicken. Ist aber unten im Keller. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Lass unten im Keller. So, Scanner wird aufgeladen. Ich... Sein Schwanz in meinem Gesicht. Okay, es klingt falsch, wenn ich das so sage. Ein Schwanz gesagt, einfach so. Ich brauche noch ein bisschen Thermium, Mädels. Und vielleicht noch mal ein bisschen Zink, wenn ich schon einmal dabei bin. Ich weiß, wir wollten Basis weiterbauen, wollten gucken nach neuen Planeten. Mache ich auch sofort. Ich weiß. Wir haben noch Zeit. Wir haben heute Zeit ohne Ende und morgen auch. Na, wie gesagt, morgen werde ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Norman Sky weiterspielen. Also morgen, wenn ich schon einmal dabei bin und das Thema schon mal anschneide, morgen, was euch morgen erwartet. Morgen wird's kunterbunt, sage ich euch jetzt schon. Morgen, ich muss übrigens für morgen noch ein Spiel runterladen. Tabio. Ich habe übrigens etliche Spiele runtergeladen. Zwei Stück muss ich noch runterladen, die ich für morgen noch einplanen möchte. Also ich dürfte euch morgen... Aua, hör auf damit, aua. Dürfte euch definitiv darüber freuen. Morgen wird es, warte mal, ich mach mal eben die... Kann ich hier nochmal eben herstellen? Warte mal, ich probiere mal nochmal aus, ob das geht. Kann ich noch einen herstellen? So, dann der. Und jetzt brauche ich, was brauche ich jetzt noch? Thermium. Okay, wir gehen zurück zum Schiff. Also morgen gibt es definitiv, also No Man's Sky wird kommen. GTA. Ne? GTA wird kommen definitiv. Da wird wahrscheinlich, denke ich mal, hier Willy Chae-Yong vielleicht dabei sein auch. Der Dark Planton, ne? Die beiden Herrschaften werden sich wahrscheinlich, denke ich mal, dazu genühen. Ja, No Man's Sky GTA, das war's. Ende. Mehr gibt morgen nicht. Nein. Outlast, natürlich, ein Muss. Was wäre die Let's Play Live Show in einem Special, wenn Outlast nicht kommen würde? Ja, Outlast wird kommen. Escapists bin ich dabei, mit dem Gedanken zu spielen, dass es kommt. Bloodborne werden wir weiterspielen. Irgendwie zwischendurch. Wie ich das alles reinkriege, fragt ihr euch sicherlich. Wir haben morgen noch mehr Zeit wie heute. Also wir haben morgen definitiv noch mehr Zeit. Denn morgen wird es, bevor jetzt alle aufschreien, ja, wieder ein 24-Stunden-Stream. Nein, es wird kein 24-Stunden-Stream, aber es wird ein 12-Stunden-Stream. Ja, das heißt, ich werde schon früh anfangen. Ich werde, denke ich mal, so... Also 15, 16 Uhr dürft ihr euch drauf einstellen, wird es wahrscheinlich losgehen so um den Dreh. Ich werde das auf Facebook auch nochmal ankündigen. So um den Dreh werde ich wahrscheinlich loslegen. 15, 16 Uhr geht es dann los. Und dann knallhart durch bis dann, weiß nicht, 4, 5 Uhr oder was morgens.
Auf jeden Fall haben wir da jede Menge Zeit. So. Achso, ich wollte das Schiff auftanken, ne? Ich bin so schlau. So, jetzt können wir. Hast du einen groben Plan für morgen? Wie meinst du das? Wann was kommt? Also ich denke mal, dass ich morgen erstmal ganz gemütlich wahrscheinlich mit No Man's Sky anfangen werde. So. Ich werde, denke ich mal, wie gesagt, morgen ganz gemütlich mit No Man's Sky anfangen und dann mal gucken, wie sich so das weiterentwickelt. Also ganz spontan, nichts irgendwie straight nach Plan, so wie ich das damals gemacht habe. Nein, den Stress tue ich mir nicht mehr an. Ich werde das so ganz spontan aus dem Bauch raus entscheiden, was ich dann als nächstes spiele und so weiter und so fort. Klar, aber erst nach 15 Uhr für GTA. Ich habe doch gesagt, ab 15 Uhr, 16 Uhr fange ich an. Frage Alina, ob ihr auch mit GTA spielt. Ja, 16 Uhr bin ich im Fitnessstudio. Ja, ich werde bestimmt nicht um 15, 16 Uhr GTA spielen, habe ich doch gerade gesagt. So. Wo wollte ich hin? Wir wollen irgendwo anders hinreisen, ne? Wegen einer anderen Basis mal gucken. So, was haben wir hier? Okay, 3 Planeten, 2 Monde. Ein Planet, auch interessant. Was haben wir hier? 5 Planeten, zu weit zum Springen. Das ist natürlich super. Und Projekt Cars mit Lenkrad. Ich glaube... Boah, da muss ich mal gucken. Das muss ich mal gucken, ob ich mir das antue, das Auf- und Abbauen. Während der Streampausen. Boah, weiß ich nicht. Da muss ich gucken. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ob ich das machen möchte, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Sven. Keine Ahnung. Kann ich hinspringen? Nein, da brauche ich Tau. Wo komme ich denn hier hin? Ah, muss ich mal gucken, weiß ich nicht. Wollte damit sagen, dass ich später in den Chat dazu stoße. Achso, okay. Ja, das mit GTA habe ich geschrieben. Hast du noch nicht gesagt, und wann ungefähr. Achso. Entschuldigung. 4 Planeten, ein Mond. Was? Das Lenkrad verstaubt doch sonst. Ja, ich muss mal gucken. Keine Ahnung. Vielleicht lässt es sich auch schon gar nicht mehr benutzen. So, 6 Planeten. Komm, da fliegen wir mal hin. Gucken wir mal wegen der Basis. Und es ist so laut. Ich trinke mal einen Schluck Apfelschorle. Also da wird es morgen definitiv dann pickepacke voll werden. Da dürft ihr euch schon mal sehr drüber freuen. Es ist laut! Und ich wurde direkt entdeckt. Juhu, das ist natürlich super. Ganz toll. Ganz klasse. Wo sind die Schiffchen? Kann ich hier weg? Nein, toll. Raumstation in Nähe. Ich muss abhauen hier. Was? Ich muss hier weg. Ist das eine bewohnbare Basis? Sendeturm entdeckt, wow. So. Nee, heute nur No Man's Sky. Also heute nur ein ganz entspannt No Man's Sky. Heute wird, denke mal, nichts anderes kommen. Heute werden wir ganz entspannt No Man's Sky bei No Man's Sky bleiben. Also da ist heute nichts mit was anderem zu erwarten. Vielleicht. Ich bin mir aber noch nicht... Ah, wenn ich wieder so vielleicht sage, dann heißt es nachher wieder, dann heißt es nachher wieder, du hast gesagt vielleicht. Boah, ist das Spiel jetzt aber unheimlich laut gerade, warte mal. Ich mach das doch mal ein bisschen leiser. Ich mach's doch mal ein bisschen leiser. So. Ja, ich weiß noch nicht. Ich war heute ganz entspannt nur, ne? So, die Apfelschorle da war. Was? War doch schon nicht mehr gut. Die war bestimmt schon was.
am Gären, so mit dem Schaum. Was für ein Schaum? Apfelschorle hat Schaum. Das ist Apfelschorle. Aus einer braunen Flasche. So, was wollte ich denn jetzt hier? Achso, bewohnbare Basis, ne? Warte mal, wir können ja mal... Kann ich den hier eben bauen? So. Warte. Wir schauen mal. Was, vielleicht findest du ja Bruce Willis heute nach dem, was, Armageddon im All umhertreiben. Ja, mal gucken. Mal gucken, vielleicht. Das wäre natürlich geil, so. Hallo. Planetenbasis entdeckt. Ah, sehr schön. Dann kann ich das wieder abreißen hier. Nein. Baumodus. Danke. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben möchte, aber ich finde den Planeten... Ja, weiß nicht. Wir können ja nochmal andere Planeten anreisen oder ansteuern. Wir haben ja noch ein paar andere hier. So ist der von der Optik her... Also vom Grünschnitt, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Vom Grünschnitt ist der gar nicht mal so schlecht. So, ich schau mal, wir hatten ja noch andere Planeten. Wissen wir auf jeden Fall schon mal, da ist definitiv schon mal eine bewohnbare Basis. So, und ich komme auch noch mit meiner PS4 Pro und... Was? TV? Dann zocken wir FIFA. Ich habe auch noch mit Sky aber noch nicht gezockt. Was? Warum denn? Ich würde mich mal interessieren. Warum hast du noch nicht gezockt? Kein Interesse oder hast wahrscheinlich auch zu viele Spiele, so wie ich auch. Das ist das Problem. Überleg mal, und ich muss auch noch, dies Jahr will ich auch noch Watch Dogs auch noch spielen mit euch zusammen. Ja. Muss ich auch noch. Ich habe es ja mal ganz kurz angespielt. Ich weiß gar nicht, was ich alles spielen soll. Es ist so fürchterlich. Ich glaube, ich mache mich selbstständig und stelle jemanden ein, der für mich spielt. Und dann kommentiere ich das nur noch. Das Jahr ist ja noch lang. Ja. Oh, Wasser und Grün. So. Oh, der ist auch schön, der Planet. Holla, die Waldfee. So. Was? Ja, es wäre nur aus einer Pro. Wir wissen es, dafür habe ich einen großen. Was? Keine Option Wörter hier. Oh, tropische Stürme. Oh nein, das ist nicht gut. Mann, der sieht so schön aus. Das Problem ist aber, wir haben hier... Das heißt, wir haben ja wahrscheinlich immer mit Kälte zu kämpfen, ne? Kann das sein? Warte mal. Ich fülle mal eben hier meinen Kälteschutz auf. Und unseren... Lebenserhaltung. Warte mal, ich schau mal eben. Kann ich hier... Ja, kann ich. Dann einmal abscannen. Schauen wir mal. So. Bewohnbare Basis. Schön, dass du einen großen dicken Zeh hast, ja. Was weiß ich denn? Ich habe die bewohnbare Basis geklickt. Okay, anscheinend doch nur die eine da, so wie das aussieht. Naja, gut. Und 2017 wird voll teuer. Da kommt so einiges an Spielen bis März. Ja. Allein Zero Dawn und was? Allein Horizon Zero Dawn und Mass Effect. Mass Effect ist eh nicht meins, aber Horizon Zero Dawn, Collectors Edition. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Achso. So. Mal gucken, was der so kann, der Planet. Schauen wir mal. Da brauchen wir ein bisschen, bis wir da sind.
Ja, wie gesagt, so Horizon Zero Dawn habe ich mir auch vorbestellt in der Collectors Edition. Ich habe mir aber kein weiteres Video angeguckt seit der Trailer und die Vorführung auf der Gamescom 2014, wo ich da war. Ich glaube, 2014 war es gewesen. Oder war es 15? Nee, 2015, glaube ich, wo ich da war. Oder war es 14? Ich weiß nicht mehr. Seitdem habe ich nie wieder was vom Spiel gesehen und auch nicht gehört. Also ich versuche alles so aus dem Weg zu gehen, weil ich will mich da überraschen lassen bei dem Spiel. Ist auch meines Erachtens nach eines der ersten Spiele, wo ich das tue. Ich finde einfach, dass es einfach zu viele Spiele gibt. Der Markt wird einfach überschwemmt. Ja, leider. Huch, hier ist ja alles rot. Nee, ich glaube, hier möchte ich nicht sein. So. Warte mal, haben wir den schon eigentlich? Waren wir da schon gewesen? Scanner wird aufgeladen. Meine Frage, kennt ihr euch mit Headsets aus? Ich bin raus aus dem Thema. Ich bin voll raus. Was ist das da? Ist das ein Mond? Ne, ist auch ein Planet, ne? Genau. So. Es wäre merkwürdig, wenn hier wirklich nur ein... nur eine bewohnbare Basis wäre. Müssen wir mal schauen. Kannst du mit dem Schiffer einen Unfall bauen? Ja, kann ich auch. Wenn du damit meinst, Schaden zu nehmen, wenn ich irgendwo gegenfliege? Ja, kann ich. Okay, ich habe mir mein neues Headset über den USB-Port und Licht... Was? Lichtleiter an der PS4 angeschlossen. Seit jedem geben mein WLAN immer down. Was hier mein Headset über den... Was? Über den Port? Meine Port und die Lichtleiter an der PS4 angeschlossen. Seitdem geht mein WLAN immer down. I don't know what you mean. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Boah, noch eine Minute, bis wir da sind. Scannen nochmal die Umgebung. Vielleicht tut sich ja da eine Basis auf, aber nix. Da ist nix. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Auf Ausschlafen morgen. Oh mein Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich sowas von freue auf Ausschlafen morgen. Der sieht so rosa aus, der Planet. Ich fühle mich wohler, als ich sollte. Hui, hui, ich habe gar keine Füße. Hui, hui. Wow. Er ist pink. Er ist fucking pink. Oder? Ja, er ist pink. Er ist... Nein, ich werde hier bestimmt nicht hinziehen. Nein, definitiv nicht. Hier gibt es auch keine bewohnbare Basis. Nein, hier werde ich nicht hinziehen. Auf keinen Fall. Das könnt ihr euch abschminken. Nein. Nein, definitiv nein. Ich bin doch hier nicht der Quotenschwule auf dem Planeten. Weißt du, sie ist der Einzige, der hier wohnt in dem ganzen Sonnensystem. Hallo, Freunde. Ich habe ein Raumschiff. Und damit kann ich ins All fliegen. So. Warte mal, haben wir den jetzt schon alle entdeckt? Warte mal, das... Unentdeckt? Was da hinten? Von da sind wir gerade gekommen. Ne? Was ist das denn hier? Da waren wir auch noch nicht gewesen. Fabrik und so. Handelsposten. Schauen wir mal.
Das Problem ist... Das Problem ist... der Router geht nicht aus. Denke eher, dass der Funk das Signal stört. Ja, das kann sein. Das Problem habe ich mit Controller, mit meinem Controller und meinem Festnetztelefon. Wenn mein Festnetztelefon zu nah an der Konsole ist, beziehungsweise zu nah am Controller, verliert der Controller die Verbindung zur PlayStation. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Was? Aber mein Nachbar hat sich beschwert? Was? Mein Nachbar hat sich beschwert, weil meine Anlage... Was? Meine 11:2 Anlage zu laut ist? Naja gut, ich sag mal, wenn du Battlefield 2 spielst, Battlefield 1 spielst und, oder beziehungsweise du gerade am Schlafen bist und bei deinem Nachbar oben drüber über dir oder so fährt gerade ein Panzer durch die Wohnung, ich glaube, dann würde ich mich, glaube ich, auch beschweren. So. Aber wenn ich sogar die Klinke an meinen Receiver laufen lasse, dann ist alles okay. Ja, ich bin kein Fan von Bluetooth-Headsets. Habe ich schon immer gesagt. Von den Funk-Wireless-Dingern. So, ich müsste ins Bett, aber es ist gerade so lustig hier. Kann ich gar nicht verstehen. Hier gibt's nichts zu lachen. Was sollte hier schon zu lachen geben? Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Hier im Stream wird nicht gelacht, hier ist alles todernst. Ja. Das ist eine Ausnahme, dass hier mal gelacht wird. Jetzt fliegen wir erstmal eine halbe Stunde zum Handelsposten. Ach, ist doch kacke. Komm, dann nehmen wir halt die bewohnbare Basis. Komm. Wir schauen mal. So. Ist zwar nicht der schönste Planet, aber immerhin. Wir wollen ja nicht meckern, ne? Wir nehmen das, was da kommt. So. Dann gibt es ein Störsignal, würde ich sagen. Ich bin mit meinem Logitech E933 mehr als zufrieden. Wirklich ein Top-Headset. Ja, mach er sein. Aber ich, wie gesagt, ich halte von Funksachen generell gar nichts. Was es angeht, auch Funktastatur, Maus und solche Klamotten halte ich auch nicht viel. Es war schon damals so, wie das rauskam. Bin ich kein Freund von. Ich bleib lieber bei meinem... Bei meinem analogen Fernseher. Ich habe hier noch einen Röhrenfernseher, wo ich gerade drüber spiele. So. Aber nur am PC Dolby. Oh Gott, dauert das wirklich noch so lange? Oh, wir haben noch Eisen mitgenommen. Wie hast du deins angeschlossen? Mein Headset? Über Klinke. Also hier. Ja, das hier. Das Kabel geht hier. Da von meinem Ohr. Ja. Da rein in den Verbindung für die Elgato. Huch, ich fliege gleich vorbei. Und geht dann halt in den Controller. So. Also kein großer Schnickschnack oder so. Reicht vollkommen. So. Wie gesagt, bin kein Freund von... Ich mag Kabel halt. Ich mag Kabel. Ja. Bin auch ein Freund von kabelgebundenen Sachen. Ja. Vor allem, wenn Frauen kabelgebunden sind. Schon wieder so frauenfeindlich. Ach, das geht über den Controller auch? Ja, natürlich. Ich habe hier Spielesound auf den Ohren und gleichzeitig auch Chat dann, wenn ich dann in der Party bin. Ach komm, der Planet geht doch einigermaßen, oder? Ich würde sagen, der geht, ne? Können wir machen, oder? Komm. Oh, die Musik gerade. Wo ist die Spieluhr hin? Und wir haben sogar 10. Guck mal an. Juhu. Ist das hier vorne? Ziel erreicht, yeah. Und 10 haben wir sogar hier vorne. Yeah, wenn wir mal was brauchen. Jede Menge Eisen haben wir auch. Da vorne ist nochmal Zink, Alter. Ist hier voll der Zinkpalazzo.
Bevor ich aber jetzt hier große Freudensprünge mache, würde ich gerne mal wissen, wie das aussieht mit unserem Lager, was wir ja auf einem anderen Planeten haben. Was sind das denn? Überdimensionale Kiwis?